Metzeler Gladbach, weil es unser Verein ist. Unsere Tradition gibt es schon seit langer Zeit. Und deswegen sind wir einfach stark. Wir sind eine richtig freie Truppe. Und es muss einfach bleiben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Heimspiel im regionalen Fanmagazin. Heute vom Bruno-Blache-Stadion. Ganz wichtige Partie. Lok Leipzig hat FSV Zwickau eingeladen. Und heute müssen unbedingt 3 Punkte her. Der Abstand ist schon groß. Und wir wollen heute das Spiel begleiten mit 2, die wir uns raussuchen aus den Fans. Und wir gucken mal, wen wir finden können. Hallo, liebe Freunde. Ihr seid hier zum Lokspiel? Ja, wir wollen mal schauen. Mal gucken, wie es ausgeht. Wo kommst du her? Ich komme aus Zwickau. Aus Zwickau, oh, ich sehe es gerade. Wunderbar, super, perfekt. Ja. Wir suchen nämlich heute 2 Leute, die uns begleiten können. Wer bist du? Bist du auch aus Zwickau? Bert Naumann, mein Name, ich bin aus Meißen. Aus Meißen, also auch von Zwickauer Fan, oder? Ich bin von Lokter Fan. Ach, so perfekt, wunderbar, das passt, hervorragend. Da können wir heute mal gucken, wie das Spiel ausgehen wird, gemeinsam, wa? Na klar. Pet, wie lange bist du hergefahren? Ja, knapp über eine Stunde, 100 Kilometer. Und Christian, bei dir? Eigentlich kein Zeitaufwand, Stunde 15 für ein Spiel, für ein gutes Spiel heute, ich hoffe zumindest. Für unsere Sicht oder auch für die anderen. Ja. Nur mal schauen. Muss mal gucken. Die Bahn ist ja ausgebaut mittlerweile. Pet, wieso ausgerechnet jetzt nicht SV Vorwärts Meißen, sondern Lok Leipzig? Ja, Lok Leipzig begeistert mich sehr. Ich bin in viele studentische Projekte verwickelt. Und der Mix aus Leidenschaft und Zukunftsorientierung begeistert mich eigentlich einfach bei diesem Verein. Was erwartest du heute vom Spiel? Sehr kampfbetontes Spiel. Wird nicht einfach für Lok, für Zwickau auch nicht. Zwickau, schlechteste Auswärtsmannschaft aktuell. Von den reinen Zahlen kann man sprechen von Not gegen Elend. Man wird sehen, wie es ausgeht. Ergebnis? Ergebnis 1-1. Wie sieht es bei dir aus als Zwickau-Fan? Ja klar, also ich denke auch 1-1 bis zur Halbzeit, hart umkämpft. Aber ich denke und hoffe zumindest, dass wir auf jeden Fall den Führungstreffer schießen werden und dann die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Für mich ist Leipzig auch ein Heimspiel. Ich wohne zwar in Leipzig, arbeite aber beim FSV Zwickau. Ich bin genauso Student. Wir haben uns halt über Studium kennengelernt und ja, logischerweise die gemeinsame Begeisterung fürs Fußball teilen wir auch heute und hoffen halt oder drücken halt jeder seiner Mannschaft die Daumen quasi. Genau, wir drücken auch die Daumen. Wir gucken vor allen Dingen zu und Sie auch. Lok Leipzig gegen FSV Zwickau. Neue Auflage. Zuletzt hatte man 3 Punkte in Zwickau gelassen. Kurz vor Schluss einen Elfmeter hinnehmen müssen und so blieb es dann auch bei den 3 Punkten in Zwickau. Und wir würden gerne wissen, was die Jungs in diesem Kreis besprochen haben, aber wir schauen einfach mal in die Partie. Das war der Anpfiff zur Partie im Bruno-Plache-Stadion. Wunderbares Fußballwetter. Und Lok Leipzig musste heute dringend punkten als letzter der Tabelle mit 9 Punkten. Da sah es nicht gut aus. Zwickau hingegen mit 13 Punkten Vorsprung auf Platz 10. Und ja, Heiko Scholz zuletzt immer sehr viel unterwegs. An der Außenlinie ließ es am Anfang etwas ruhiger angehen. Und wir sehen hier einen schönen Freistoß. Und dann, oh, Krug und Unger. Schön gehalten. Wir sehen hier in der Zeitlupe, Krug kommt optimal hoch. Aber Unger, der Zwickauer Keeper, kann den Ball sehr schön klären. Danach gab es Ecke. Wendschuch tritt die Ecke. Und hier, oh, das sah aus, als ob jemand klären wollte. Nein, das war Armin Kilz, wie wir hier sehen. Der trifft den Ball noch nicht optimal. Wenn er den besser getroffen hätte, dann hätte das auch schon einmal 1-0 stehen können. Zwickau versuchte es mit leichten Angriffen und hier Romanowski über die linke Seite, flankt mal hinein. Ja, da gab es ein bisschen Aufregung, aber Lattentress hat den Ball sicher. Lattentress übrigens für Sanel Boric im Tor, der ja in Auerbach die rote Karte bekam und quasi dann jetzt hier Lattentress der Vertreter von Sanel Boric. Aber wie wir sehen hier, schön geklärt und festgehalten. Dann ein Freistoß einmal für Zwickau. Hoch hinein und dann Krug und dann oh, sehr schön festgehalten von Lattentress, wie wir es jetzt sehen. Krug verlängert den Ball wunderbar, der wäre schön reingegangen, aber Lattentress hat aufgepasst. Ein sicherer Rückhalt seiner Mannschaft. Ja, die Zwickauer Fans, über 300 an der Zahl, waren mitgereist und freuten sich über das Spiel ihrer Mannschaft. Lok Leipzig kam aber
Schöne Flanke hinein. In dieser, oh, da wird Wencho festgehalten. Oh nein, legt zurück und dann Krandner Tor. 1-0 Lok Leipzig. Und wie wir hier sehen, Wencho im Fallen zurückgespielt und Krandner ganz clever lang ins Eck hineingeschossen. Und da stand es 1-0. Eine riesengroße Freude. Die Lok kann doch noch treffen. Das ist toll. Da freuen sich alle Zuschauer. Und so hieß es auch 1-0 zur Halbzeit. Lok Leipzig gegen FSV Zwickau, 1-0 der Halbzeitstand. Pat, wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich sehr gut, 1-0 Halbzeitführung, denke ich auch sehr verdient. Wie hast du das Spiel erlebt in der ersten Halbzeit? Kampfbetont, sehr kampfbetont. Lok hat den Kampf angenommen, dieses Spiel, anders als zuletzt gegen Auerbach. 1-0, daher auch die logische Folge, müssen eigentlich schon in der zweiten Minute in Führung gehen. Andy Venture im Strafraum sehr gut den Ball vorne festgemacht, abgelegt auf Grande und er eiskalt verwandelt. Und wieso die Stimmung? Was fühlst du? Erste halbe Stunde sehr gut, danach etwas abgeflacht. Fans wurden etwas ruhiger, weil auch das Spiel verflachte. Und dann aber keimte die Stimmung wieder auf nach dem Tor, ganz klar. Wie ist die Stimmung bei dir, Christian? Ja, etwas gedrückter. Mein Tipp ging ja nun nicht ganz auf. Ich habe ja wenigstens gehofft, die letzten 5 Minuten, dass noch der Ausgleich fällt. Ich würde auch sagen, Lok ist schon jetzt zumindest in der ersten Halbzeit die etwas bessere Mannschaft. Gerade vorne rum wird etwas konzentrierter auch gespielt im Angriff, im Aufbau. Da kommen auch die Pässe eher an, wo es bei uns noch so ein bisschen hapert. Dadurch sind wir noch nicht ganz so torgefährlich vom Tor. Aber ich denke, eine kleine Ansprache in der Kabine und der Siegeswille ist auch bei uns noch da. Und das Spiel kann eventuell noch gedreht werden. Genau, da fragen wir den zweiten Tipp an. Wie tippst du das Ende des Spiels? Ich würde mich jetzt vielleicht doch revidieren nochmal von dem 2-1 Sieg. Vielleicht doch auf dem Unentschieden, weil Lok vielleicht doch unerwartet stark hier auftritt. Zumindest uns gut gegenhält. Und dein Tipp, Pat? Ich würde auch revidieren, mein 1-1 auf ein 1-0. Ich denke, das bleibt dabei. Gut, und wir gucken rein. Dann schauen wir mal in der zweiten Halbzeit. Pat hat ja getippt, 1-0, also quasi nochmal seinen ersten Tipp so ein bisschen verbessert. Und der Christian wäre froh, wenn es 1-1 ausgehen würde. Hier schauen wir mal, Zwickau und au, der Genausch. Oliver Genausch hier, wie wir sehen, mit der Nummer 7. Schöner Kopfball, aber knapp vorbei. Und das hätte natürlich auch schon das 1-1 sein können. Also Lok Leipzig war gewarnt. Zwickau war in der ersten Halbzeit nicht ganz so drangvoll und gut. Jetzt hätte man hier schon das 1-1 machen können. Die Fans feuerten ihre Lok an und jetzt sehen wir eine typische Szene für das gesamte Spiel. Lok Leipzig sehr kämpferisch, sehr stark, holte sich die Bälle im Mittelfeld und dann fehlte einfach der letzte Pass in die Spitze. Das sah Heiko Scholz genauso wie sein Trainerkollege Thorsten Ziegner, sah, dass seine Mannschaft dann in der 75. Minute etwa in eine kleine Drangperiode hineinkam. Ja, Zwickau tatsächlich, sie machten jetzt mehr Druck. Wahrscheinlich, weil Lok Leipzig sie auch ein bisschen mehr ließ, aber Zwickau konnte Lok in die Abwehr reindrängen. Jetzt sehen wir einen Einwurf. Sehr weit, der Ball kann nicht richtig rausgeklärt werden. Und dann, Stiefel, Manuel Stiefel von hinten wird schön abgeblockt. Aber wir sehen, der Ball ja kommt dann aber wieder zurück. Wird es nochmal eine Chance? Nein, der Schiedsrichter pfiff dann die Situation ab. Und es blieb eben auch bei dieser kleinen Chance. Und wir sehen wieder viele, viele Lokfans da. Über 2700 Zuschauer bei dieser Partie übrigens heute im Bruno-Blache-Stadion. Und dann Lok Leipzig fängt den Ball an, ab. Und dann geht Engler ab. Der Engler geht ab. Auf den ist immer Verlass. Ach, ausgerechnet jetzt nicht. Schauen Sie mal, ganz knapp am Tor vorbei. Da hätte sich der Engler in die Herzen der Leipziger schießen können. Knapp am Tor vorbei. Das hätte das 2-0 sein müssen in der 79. Minute. Denn dann wäre der Sack eigentlich zu gewesen für Lok Leipzig. So muss man noch ein kleines bisschen zittern. Und was ist das? Da wird Rolleder, der wurde eingewechselt übrigens, wird da umgeworfen von hinten. Aber das ist gar nicht die Szene, denn oben gibt es ganz viel Theater. Das sehen auch die Zwickauer Fans. Da gab es ganz viel Theater und plötzlich hieß es zweimal rot. Zwei rote Karten. Einmal für Paslinski von Lok Leipzig und für den Oliver Genausch.
Ja, der kann es kaum fassen. Der Mann mit der Nummer 7, da ist, also eigentlich auch im Stadion konnte man nicht fassen, warum hier rote Karte? Es gab jetzt keine Veranlassung. Und da geht er genau rüber zum Paslinski und da denkt man, die gehen zusammen raus. Nein, da gibt es ja noch Theater und da muss Heiko Scholz sogar noch mal hin und den Genausch festhalten. Na, das ist ja der Wahnsinn. Und da kommt noch von Zwickau jemand, also dieser Genausch hat das nicht ganz verstanden. Und natürlich auch die Lokfans haben das nicht verstanden, obwohl das nicht so richtig fair ist, da hier Becher zu werfen. Aber man merkte einfach, diese Emotionen haben hier hochgekocht. Und Heiko Scholz versuchte natürlich, seine Mannschaft wieder zu beruhigen, damit eben hier das Spiel auch zu beendet werden konnte. Denn es stand ja 1:0 für seine Mannschaft. Und das hieß es auch am Ende. Und so konnte er dann mit seiner Mannschaft und den Fans dann auch den Sieg feiern. Erster Sieg und natürlich auch erstes Tor. Und so feierten die Fans auch mit ihren Spielern. Und wir hören die Stimmen zum Spiel. Ja, zuerst mal Glückwünsche an meinen Kollegen, an Scholle, zu diesem Heimsieg. Ich habe insgesamt heute ein sehr schlechtes Regionalligaspiel gesehen. Vom fußballerischen Niveau, es war wirklich mehr Kampf und Krampf in diesem ganzen Spiel. Meine Mannschaft, und das ist das Einzige, was ich sagen darf, ist derzeit eben nicht in der Lage, sich Torchancen rauszuarbeiten, rauszuspielen. Uns fehlt die Durchschlagskraft in der Offensive. Die Jungs haben inzwischen scheinbar auch den Kopf ein Stückchen zu weit eingeschalten und schauen natürlich auch auf die Tabelle und wissen, wir müssen noch ein bisschen was machen, um nicht noch ernsthaft in dieses Abstiegsgeschäft reinzurutschen. Das spüren wir in jeder Situation. Für uns gilt es einfach diese Woche, so ein bisschen Kopfarbeit zu betreiben, weil ich denke, die Jungs, die sind 90 Minuten gelaufen, haben 90 Minuten probiert, geackert. Logischerweise sieht das dann von draußen immer so ein Stück weit hilflos aus, aber ich kann keinen meiner Jungs vorwerfen, nicht alles versucht zu haben und nicht alles gegeben zu haben. Allerdings ist das nicht der Fußball, den wir spielen können. Es ist nicht der Fußball, den wir auch spielen wollen, den die Jungs auch in der Lage sind zu spielen. Wie gesagt, jeder, der mal auf dem Fußballplatz stand oder mal Sport getrieben hat, der weiß, wie das ist, wenn man sich in so einer Negativsituation befindet, in so einer Negativspirale, dann klappen die einfachsten Dinge nicht, dann gehen Flanken, die sonst immer funktionieren, hinters Tor, dann sind Pässe über 5 Meter, gehen 2 Meter Mitspieler vorbei, man säbelt in der Defensive drüber. Alles Dinge, die wir versuchen, vor allen Dingen aus den Köpfen rauszukriegen, dass die Jungs eben mit extrem viel Leidenschaft, extrem viel Engagement diese Woche arbeiten. Da müssen wir dranbleiben, da müssen wir weiterarbeiten und müssen schnellstmöglich mal so einen Dreier erzwingen. Anders wird es nicht funktionieren, dann glaube ich auch, dass die Jungs dann wieder ein bisschen besser aus der Wäsche gucken, den Kopf wieder ein Stückchen mehr rausstrecken, weil wenn man die Körpersprache sieht, das ist natürlich nicht sonderlich schön für mich auch als Trainer zu sehen, aber ich bewerte das einfach so, dass wir die letzten 2,5 Jahre nicht einmal in so einer Situation waren. Für uns ging es immer bergauf, für uns war es immer super positiv. Wir haben extrem viele Erfolge gefeiert und jetzt sehen wir mal die Kehrseite der Medaille, die beim Fußball dann trotzdem auch dazugehört. Wir sind jetzt alle gefordert, uns da rauszukämpfen. Das ist auch eine ordentliche Aufgabe für mich, ohne Frage. Aber wir stellen uns dieser und ich glaube, wir werden diese Wende schaffen, da bin ich felsenfest davon überzeugt, weil alle meine Jungs einen tollen Charakter haben und jetzt gilt es einfach, die Köpfe frei zu waschen und am nächsten Wochenende einen neuen Anlauf zu starten und den Bock endlich umzustoßen. Vielen Dank. Ja, und jetzt das Statement unseres Trainers Heiko Scholz. Ja, du hast ja schon fast alles gesagt. Ich muss meiner Mannschaft heute Kompliment machen vom Einsatz, von der Disziplin und von der taktischen Ordnung, die sie gehalten haben, dass wir vielleicht besser Fußball spielen können. Das erhoffe ich mir nach den jetzt erzwungenen Dreier, weil das hat man phasenweise gesehen, dass sie Fußball spielen können, aber alle haben noch ein bisschen eine Handbremse, aber in unserer Lage ist das auch nicht anders zu erwarten. Ich hoffe heute mit dem Dreier, dass der eine oder andere dann auch noch ein bisschen lockerer wird im Spiel nach vorne und trotzdem muss ich sagen, dass wir haben wenig zugelassen nach hinten, ich glaube 2 Chancen und das ist gegen Zwickau schon eine ordentliche Arbeit. Und bedanken möchte ich noch nochmal bei dem herrlichen Publikum
2700 Zuschauer nach Auerbach. Das ist schon sensationell und da sieht man, dass Lok Leipzig lebt. Danke. Heike Felsen, ich habe ja gestern mit ihm gesprochen, er hat mir also gesagt, dass die Mannschaft sehr fleißig trainiert und auch engagiert trainiert und dass sie ganz einfach noch nicht in der Lage waren, das im Spiel so umzusetzen und das erhoffe ich mir, dass sie mit dem Selbstvertrauen im Rücken jetzt, dass also einiges leichter geht. Natürlich diese rote Karte der Nummer 17, der mich also überzeugt hat, dieser Abwehrspieler, da hoffe ich, dass der nicht so eine lange Sperre bekommt, weil ich glaube, der fehlt der Mannschaft. Aber es hat nach meinem Dafürhalten vom gesamten Abwehrverhalten sehr gut ausgesehen, aber nach vorn würde ich mir natürlich die eine oder andere Aktion noch wünschen. Ja, ein Wendschuch im Mittelfeld, der da jetzt für Konstruktivität sorgt, ist da noch ein bisschen wenig. Aber so wie sich die Jungs alle reingekniet haben, ist für mich ein gutes Zeichen. Liebe Zuschauer, Thorsten Ziegner nach dem Spiel neben mir nicht so erfreut. Thorsten, wie fühlst du dich gerade? Ja, um es ganz ehrlich zu sagen, scheiße, ist ja logisch. Wir sind natürlich mit ganz anderen Erwartungen hierher gekommen, nicht nur was das Ergebnis anbetrifft, das natürlich auch vor allen Dingen, was die Leistung unserer Mannschaft anbetrifft. Ich bin wirklich enttäuscht über das, was die Mannschaft heute abgeliefert hat. Wir haben eine sehr ordentliche Trainingswoche gehabt und am Ende so einer Trainingswoche sieht man einfach, wie wenig wert das ist, wie man unter der Woche trainiert, sondern dass die Wahrheit dann am Wochenende auf dem Platz liegt. Und wenn es dann wirklich um Punkte geht und wenn es dann wirklich zur Sache geht, wenn es für den Gegner dann noch Überlebenskampf ist, wenn es für uns ein Spiel in die wieder richtige Richtung sein soll, dann sieht man, wer gebraucht werden kann und wer sich dort versteckt. Und das waren einfach zu viele heute und das ist natürlich enttäuschend. Wir haben beim Hertha-Spiel schon miteinander gesprochen auf der Tribüne. Hast du gesagt, hier, du gönnst Lok Leipzig, dass sie da auch die entsprechenden Punkte holen. Fandest aber auch, dass deine Mannschaft gut vorbereitet ist. Ist es denn, was für einen Schluss siehst du heute draus? Ja, ich hatte natürlich aufgrund der Vorbereitung hatte ich natürlich die berechtigte Hoffnung, dass wir ordentlich in die Runde starten. Dass jetzt natürlich in so einer Situation, wenn man das dritte Spiel in Folge nicht gewonnen hat, wenn man saisonübergreifend oder halbserienübergreifend betrachtet, das vierte Spiel in Folge nicht gewonnen werden kann, wenn wir auch selbst noch nicht mal ein Tor geschossen haben, dass natürlich der Kopf auch dazu kommt. Und das steckt bei den Jungs mehr drin, als uns lieb ist. Aber das ist definitiv eine Qualitätsfrage, wo wir dann einfach überprüfen müssen, wie wir dann ab der neuen Saison eben weiterarbeiten, mit welchen Jungs wir da weiterarbeiten. Und da stehen sie jetzt alle im Fokus. Wichtig wird sein, dass wir schnellstmöglich die Kurve kriegen, damit wir wirklich nicht noch ernsthaft in die Bredouille kommen und dort mit dem Abstiegskampf reinrutschen. Was kannst du jetzt in der nächsten Woche machen, um deine Mannschaft jetzt wieder aufzubauen? Ja, viel trainieren erstmal, das ist logisch. Wir müssen die Sachen, die wir eben nicht gut machen, müssen wir weiter im Training forcieren, müssen wir versuchen abzustellen, besser zu machen. Und darüber hinaus werde ich natürlich versuchen, den Jungs wieder diese Angst aus den Köpfen zu nehmen, nicht mehr gewinnen zu können oder dass man verliert am Wochenende, dass sie einfach am Wochenende dann wieder selbstbewusst oder selbstbewusst auf den Platz gehen, dass das in der jetzigen Situation gar nicht so einfach ist, weiß ich selbst, aus eigener Erfahrung, weil ich selbst mal Fußball gespielt habe, aber wir müssen einfach anfangen, die richtigen Schlüsse endlich mal aus diesen Fehlern oder aus diesen Spielen zu ziehen, weil ansonsten kommen wir wirklich noch in Probleme. Nun ist tatsächlich ein Tipp eingetreten und zwar 1:0 gewinnt Lokomotive Leipzig gegen FSV Zwickau. Pat, dein Tipp hat im Endeffekt noch regiert, Ja, ich bin sehr zufrieden mit diesem Sieg. War natürlich dieser erhoffte, dreckige Sieg, den man auch mal braucht, den auch Heiko Scholz gefordert hat. Verdient würde ich auch sagen. Aber Fehlentscheidung meiner Ansicht nach vom Schiedsrichter, 2 rote Karten zu geben, 2 gelbe hätten das auch getan. Ja, und ob rot, gelbe Karte interessiert dich, glaube ich, nicht. Das Ergebnis ist was anderes. 0:1 bei Lok verloren. Wie fühlst du dich gerade? Ich bin natürlich auch mit einem ganz anderen Gefühl hergekommen. Natürlich auch mit einem Auswärtssieg, um da endlich mal auch 3 Punkte für uns nach Zwickau zu holen. Man muss auch sagen, okay, Lok, würde ich jetzt schon sagen, war die bessere Mannschaft. Wir haben natürlich trotzdem versucht zu kämpfen. Wie gesagt, auch Bett hat gemeint, die 2 roten Karten, da bin ich genau derselben Meinung, hätten unbedingt nicht sein müssen. Auch dadurch, dass vorher noch keine Karten gefallen sind. Und ich meine, es war ein Tick übertrieben. Für uns leider eine Niederlage. Was bedeutet das für euch, für Zwickau?
Ja, was soll das bedeuten? Wieder harte Arbeit, noch mehr Arbeit. Man kann sich eh auf nichts ausruhen. Selbst mit dem Sieg hätten wir uns auf nichts ausruhen können. Ja, es sind noch ein paar Spiele offen. Wir versuchen natürlich auch gegen andere Gegner zu punkten und ich hoffe, da wird uns das besser gelingen als heute. Was wünscht ihr deinem Freund Pat für Lok Leipzig? Ja, dass wir uns nächstes Jahr, ich hoffe, zur selben Stelle wiedersehen und vielleicht das Ergebnis mal andersrum aussieht. Und was wünschst du ihm? Ich wünsche ihm einen gesicherten Mittelfeldplatz und eine gute Restsaison. Und für uns waren die 3 Punkte natürlich sehr überlebenswichtig. Wir haben jetzt 12 Punkte auf dem Konto. Ein Punkt Rückstand jetzt auf Optik Rathenow. Und man muss natürlich von Spiel zu Spiel schauen. Aber ich denke mal, das kann jetzt ein kleiner Aufwärtstrend sein. Und man muss der Mannschaft danken für die kämpferische Leistung. Das haben sie gut gemacht, sie haben gut gekämpft und genau das ist der Punkt und wir beobachten weiter, wie sie kämpfen und Dankeschön, dass ihr da wart. Es hat uns großen Spaß gemacht, ja. Macht weiter so, auch mit eurem Sportstudium, ist ein totaler Zufall, dass wir euch da getroffen haben. Vielen herzlichen Dank und vielleicht beim nächsten Mal in Zwickau? Na klar, auf jeden Fall. Also nächstes Jahr spielen wir Regionalliga in Zwickau. Wir sind Lok Leipzig, blau-gelb. Jetzt haben wir den Trainer, Erfolgstrainer, könnte man vielleicht heute sagen. 1-0 gewonnen gegen Zwickau, FSV Zwickau. Heiko Scholz, so nach dem Spiel, jetzt ein paar Minuten später, was ist so dein Gefühl? Ja, zumindest ein gutes. Ne? Man gewinnt nie alle Tage gegen Zwickau, man gewinnt mit Lok Leipzig nie jede Woche. Und ich freue mich natürlich für die Mannschaft als erstes, dass sie jetzt einen Dreier eingefahren haben und auch teilweise ordentlichen Fußball gespielt haben. Das ist noch nie der Fußball, den ich mir vorstelle, aber in der Situation, wo wir uns befinden, ist Leidenschaft, Kampf, taktische Grundordnung halten, das ist wichtig und das hat meine Truppe heute ordentlich gemacht. Was war der Knackpunkt eigentlich im Spiel für dich? Ja, Knackpunkt ist natürlich, dass der Kranne ein herrliches Tor geschossen hat. Ne? Und auch ein Knackpunkt war für mich, dass es von Anfang an eine riesen Stimmung hier auf den Rängen war. Nach dem Auerbach-Spiel hätte es auch anders sein können. Und da muss man sagen, Riesenkompliment an unsere treuen Fans, die wieder hier zahlreich erschienen sind und von Anfang an die Mannschaft unterstützt haben. Und das habe ich auch meiner Truppe gesagt, wenn die sehen, dass wir uns auf deutschen Arsch aufreißen, dann stehen die auch hinter uns, weil die wissen, was wir in der Lage wir sind. Und deswegen, glaube ich, haben sich heute alle gefreut. Holländer hat heute von Anfang an nicht gespielt. Gab es einen bestimmten Grund? Wolltest du mal was umstellen? Nein, Rolle und Gianluca, die sind ja die ähnlichen Typen und Rolle hat die ersten 3 Spiele gespielt und ja, und heute wollte ich es mal anders probieren, aber da gibt es keine Probleme. Rolle ist immer, auch wenn er reinkommt, ist der Gold wert für die Truppe. Lattentress, eigentlich als erster Torhüter, jetzt mittlerweile als zweiter Torhüter heute im Tor gestanden. Was hast du davon Gefühl gehabt? War es die Entscheidung? Ja, gut, durch die rote Karte vom Buruc war klar, dass er Latte heute halten muss. Und glücklicherweise habe ich den vorige Woche schon ein zweites Mal spielen lassen, dass er auch mal ein bisschen Spielpraxis hat. Und heute ist auch so Spiel, kein Fehler gemacht, ein sicherer Rückhalt. Fußball spielen kann er auch, also ordentlich. Ihr habt eine rote Karte bekommen. Wer hat die rote Karte bekommen? Damian Baschlinski, aber es weiß keiner warum und wie und die Spieler wissen es nie, also kann nicht viel gewesen sein. Verlust fürs nächste Spiel? Ja, mit Sicherheit, ne? Wie sieht es aus für das nächste Spiel? Was machst du jetzt anders oder bleibst du dabei wie in letzter Woche? Nein, wir werden weiter hart arbeiten und dann fahren wir nach Berlin und ich hoffe, dass uns der Dreier auch ein bisschen Selbstvertrauen gibt und in Berlin haben wir sowieso nichts zu verlieren, werden bestimmt viele Zuschauer wieder mitkommen und ich freue mich jetzt schon drauf. Wir freuen uns auch drauf. Heiko, herzlichen Dank, gute Fahrt nach Berlin und eine schöne Woche. Alles klar. Ja, und das war's dann auch schon wieder heute vom Spiel Lok Leipzig gegen FSV Zwickau. 1-0 für die Lok und das lässt er schon wieder mal hoffen für das nächste Spiel. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank, wenn Sie einschalten, wenn es heißt Heimspiel, Ihr regionales Fanmagazin. Heimspiel bringt uns den Sport nach Hause. Spiel bringt mir den Sport nach Hause.